Jo. Jo. Mit der Genau, mit der Paula quatschen. Madeira quatschen, ne? Okay. Dann Die ist auf der, da hinten ist sie. da hinten ist es. 55 Und Meter. mit der können wir ja auch noch reden, Ja, ne? komm erstmal mit. Wir müssen erstmal mit Ja, der. das ist ein anderer Einsatz dann. Mit der Ja, Paula. ist ein, nein, den kriegen Sie dann nur in Ihre Liste. Nein, wir machen Die das jetzt so, switchen wie wir wir es nicht immer um. gemacht haben. Erstmal hier, komm her, komm, wir nehmen erstmal die Kiste hier mit. Okay. Mal die Scale-Punkte noch mitnehmen können gerade. Da kannst du doch machen. Haben Sie die schon Ja, mal? natürlich. Ah, sagt aber nichts, Ja, ne? sicher haben wir das gesagt. Ja. Ja, da war ich gerade wahrscheinlich. Das ist ein Vollpfosten, du. Ich habe dir zugehört, was die erzählt hat. Ja, warten, dann hole ich die auch mal Da eben. unten, das ist eine Schippe, du. Ich hole mal eben hier die Ist ja ganz Dokumente woanders, hier. Thomas. Dieser Dokumente? Na, hier, ach, ich vergesse das Wort jetzt mal. Fundstück. So, die Skillpunkte, die ich hier auch habe. Ich bin gerade mitten im Dingsbums hier und weiß nicht, wo ihr gerade rumlauft. Ich bin hinter dir. Wo ist das Aber Fundstück? hier war noch irgendwo Dokumente, hast du gesagt, ne? Genau. Hier einmal. In der Hütte? Ah, nee. Hoppala. Ah, ich sehe schon. Alles klar. Schon gut. Einmal da lang. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, ne? Miri? Guck Ja. mal, wir sind jetzt mal ehrlich. Da hinten sind noch welche. Ja. Schau dir bitte mal an, wie die das Wasser animiert haben. Ja. Ja? Wenn du jetzt zum Rand guckst, wo das Wasser da ist, sieht das gut Ja. aus. Aber Nein. die Wellen gefallen mir gar nicht. Da sollen Sie mal ein Beispiel nehmen an Sea of Thieves. Hast du es dir so vorgestellt? Da sieht das Wasser geil aus. Aber egal. Darum geht es gar nicht. Wir sind nicht bei Sea of Thieves, wir sind hier bei Ghost Recon Breakpoint. Und die haben Genau. trotzdem gut gemacht, ne? Egal. Hier ist auch noch eine Genau, Kiste. komm, wir nehmen die Kiste noch mit. Das sind zwei Kisten. Ich kann immer noch nicht Und noch ein Fundstück. eine Und bessere noch heimliche ein. Botschaft Was? verbreitet. Fundstück linke Hast du Seite. den Müll gehört, den Sentinel in den Nachrichten verbreitet, um die Geschichte zu verdrehen? Ich wüsste jetzt nicht Linke wo, aber. Seite. Hier unten. Ui. So, das haben wir. Ui. Auch wieder VHS. Ui. Und ein Ui. G28. Ich guck auch mal eben, was ich gekriegt habe. Ui, Und ein. G28. Das muss ich Sieh. da hinten noch hin. Hui. Wie, Das pfui? knallt rein. Was knallt denn bei Ihnen rein? Was haben wir? Ich habe eine Hose in Und das 63. knallt bei Ihnen rein? Da will ich mal die Hose in der passenden Größe nehmen. Wahrscheinlich springe ich erstmal ein paar Stufen nach oben. Aber ey, das gibt's doch gar nicht. Die ist ja am Leveln bis zum Abwinken und unser einer kommt nicht höher. Na. Du cheatest doch, du Vogel. Ja, Nein, sicher. hallo? Laber Ich nehme nicht. Du nur immer cheatest absolut doch. schnell die schnellsten, die stärksten Sachen. Ach du, Hallo? du laber doch nicht rum, ey. Du bist voll der Laberarsch gerade, ey. Die quatscht einen Scheiß, ne? Hättest du Leute, gewusst, dass glaubt ihr Marco dann, ihn was mit die dem da überhaupt Sentinel erzählt? aufhalten wird? Wenn wir unsere Warum Interessen höre ich gemeinschaften, hier einen Hall? ist es all das Ja, weil du nicht. in der Halle bist. Ach so, deshalb. Hast dich schon gewundert, ne? Ich hab Ja. gesagt, frag mich doch einfach, ich kann dir das doch sagen. Das ist gut. Das ist ein Vollpfosten, ey. Weiß nicht. Boah, das hat hier für ein Skelett hier. Was? Ja. Was? Was für ein Skelett? Ja, im Wasser da vor Ihnen. Gucken Sie doch mal. Ach, da. Ah. Ein. Ja, hier, da, die Miri. Die ist doch, die steht doch auf Walfänger. Hier ist noch ein Die I. hat doch da voll Bock drauf da. Die lässt doch. Guck mal, die lootet. Guck mal, die Hä? rennt. Was denn, Die Herr fängt die Finch, hier ist schon noch wieder ein an zu rennen. I. Siehst du das? Alter, Hallo? das ist Wie doch war nicht das? zu. Das Immer ist doch dieses nicht. Vorrennen. Ey, die. Ach, das ist jetzt, ey, jetzt labert ihr aber Shit Die hier. rennt nur vor, die Olle. Ehrlich, das Unglaublich. ist doch zum Kotzen mit der, ey. Ich nehme jetzt hier den Kann man Heli die und nicht dann bin mal, ich weg. kann man die nicht mal aus dem Verkehr ziehen?
Geht ja. Doch nicht. Ey. Nehmen wir mal das E hier. Ich nehme jetzt mal hier mal die andere Knarre. Ich will auch mal hochleveln. Aber ich werde das wahrscheinlich wieder nicht schaffen mit dem Hochleveln, weil bei Miri immer hochlevelt bis zum Abwinken. Ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht kann, aber ich kann es nicht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du die stärksten Waffen, wie du die stärksten Waffen bekommst und wie du das überhaupt machst. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. So, wo ist denn die, wo wir hier reden müssen? Hier, da. Herr Hoxton, kommen Sie? Ja, Moment bitte. Ach so, ja. Ich bin sofort gleich und überhaupt. Kein Grund zur Sorge. Ich versuche gerade zu leveln, aber Dank, ich kriege das nicht hin. Weil die Miri einfach schneller und. Was denn? Ja. Oh, ich bin ein höher gekommen. Hey, Glückwunsch. 47 und die hat mich schon 50.000 Mal überholt. So, wo ist die? Wo ist die denn hier? Wo seid ihr? Ich bin gefangen hier im. Moment, ich komme zu euch. Ich habe Salpeter gefunden. Na, was sagt der Peter? Ja, Sal. Ach so. Okay. Ich bin da. Ja, ich auch. Wir können. Ich auch. Wir können gehen. Ja. Dein Leben Jesu ja, vorgestellt. Ich bin auch da. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Hier rein. Rein scheißt. Ist hier jemand, der rein scheißt? So, öffnen. Ja, öffnen. Psst. Oh. Der Adamsapfel. Bestimmt ein Wurm drin, da ist die Schlange. Ich hätte nie an den Drohnen mitarbeiten dürfen. Jetzt zahle ich für meine Sünden. Ach, die haben ihnen keine Wahl gelassen. Ja. Die Schmerzmittel machen nachdenklich. Ich weiß, dass sie was wollen. Alle sind hinter mir her, als wäre ich die Ballkönigin. Ich arbeite mit Jace Kerr. Er lebt? Er lebt noch. Und er braucht Hilfe, Paula. Wieso sollte ich helfen? Das war Jace. Das ist sein Werk. Ihm ist ein Licht aufgegangen. Er will es in Ordnung bringen, schafft es aber nicht allein. Ich vertraute ihm, als ich ihm folgte auf diese gottverlassene Insel. Er belog uns, uns alle. Mieser Betrüger. Tut mir leid. Aber wenn sie Jace Geld trauen, sind sie genauso dumm wie wir. Paula. Er arbeitet nicht für Sentinel. Hat er aber. Fragen Sie, woran Sie gearbeitet haben. Fragen Sie nach Projekt Deus. Jo. Na toll. Jetzt müssen wir nach Erawon. Das ist Erawon. Gut. Finde ich gut. Ja, ich auch. Ich finde das sogar sehr gut. Also. Ab in den Heli. Jetzt müssen wir mit dem quatschen. Genau, also ab nach. Ich wollte gerade was sagen, aber ich bin froh, dass ich nichts gesagt habe. Ab zur Erektion. Nimm den anderen Heli, nimm den kleineren. Gut. Ich glaube, der ist schneller.
Da können wir nämlich auch die ganzen Klamotten verkaufen. Mhm. Ja, super. Hau ab da! Und fertig! Der Waffen. Der kann Raketen verschießen. Den können sie sich kaufen. Dann haben sie mal eine Rakete. Solche da nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ist der J-Skell wirklich Lügner? Arbeitet der mit dem Links so wie der Glatzkopf? Der hat sich ja auch auf die andere Seite geschlagen. Ja, ich meine, das ist ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Frage, würde ich sagen. Ja, also ich meine, es ist ja folgendermaßen. Pass auf, jetzt sagt sie, dass der J-Skell wirklich mit ihnen arbeiten würde. Also er wäre derjenige, welche der mit Sentinel arbeiten würde. Jetzt kann ja sein, dass er eben halt für die gearbeitet hat. Und jetzt scheint er ja dahinter gekommen zu sein, dass das alles nicht so toll ist. Ja. So doof, dass sie jetzt nicht mitgekommen ist. Ja, gut. Jetzt nochmal wieder zu. Ja, aber du weißt Bescheid, ne? Die muss jetzt erstmal den Apfel essen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ja, stimmt. Das dauert eine Zeit lang. Ja, absolut. Ja. Was wissen wir da für einen Apfel war? Ja, man steigt da nicht so ganz hinter im Moment. Im Moment ist alles ein bisschen verworren, sag ich mal. Naja, gut, aber ich glaube, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Auf jeden Fall. Wir werden J-Skell jetzt mal so ein von die Birne kloppen. Auf jeden Fall. Du doch nicht. Auf jeden Fall. Du doch nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warum ist die Karte jetzt unter uns so komisch? Warum ist die Karte? Hä? Wir sind noch nicht waren, ne? Wir sind noch übergeflogen. Ja, ganz schön weit erobern, wa? Mhm. Ah, Riesenkarte, ne? Aber Leute, schaut euch das mal an. Diese Weitsicht. Also ganz ehrlich. Ich muss es leider sagen, also ich finde Wildlands immer noch besser. Die Story soweit ist okay. Na? Und noch 7,5 Kilometer noch? Jo. Alter. Von wegen, die Karte ist klein. Ja, die ist schon groß, eigentlich schon richtig. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen leiten lassen von der Beta. Und da war ja wirklich nicht allzu viel. Tja. Wie das halt immer bei einer Beta ist, ne? Ja, Klugscheißer. Hey, man hat ja auch nicht alle Möglichkeiten gehabt. Man kam ja auch nirgends wohin. Wenn man über einen gewissen Punkt hinaus war, wurde man sofort von Drohnen angegriffen. Ja, und warum? Zu Recht. Ja, weil man halt in der Beta nicht wollte, dass wir zu weit kommen. Obwohl, das sollte das Spiel ja noch nicht fertig machen. Ja, stimmt schon irgendwo. Naja, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wir quatschen mit dem J-Skill. Ja. Und mal gucken, was der uns da erzählt. Ich weiß nicht, aber mag ja auch sein, dass er lügt, ne? Tja. Woran ich ja eher glaube, dass der uns Scheiße erzählt. Ja, ich glaube nicht. Wichtig ist, dass wir auch noch verkaufen können. Ja. Genau. Jede Menge. Ja, wir haben einiges eingesammelt, ne?
Ladies and Gentlemen, Anflug auf Erawan. Bitte klappen Sie den Sitz hoch und Tisch hoch und stellen den Sitz in der aufrechten Position. Vielen Dank. Haben Sie den Schaschlik fest? Voll am Nuschel, ey. Das ist der neue Nuschelmann, ja? Ja, halten Sie den Schaschlik fest. Passen Sie auf, da ist noch Nelly. Ja, der kann das schon, der Finchmann. Ja, hast du das gesehen? Guck dir das an. Ah. Mal ein bisschen kotzen. Ja, dann komm, dann lass uns mal mit denen quatschen. Was, musst du wieder im Stehen pinkeln? Oder? Lange nicht mehr hier gewesen. Richtig. Oh ja, das war schon wieder eine Zeit lang her. Mahlzeit, Jungs, Mädels. Lass uns jo. Wissen. Nur weil sie ein paar unserer Leute geholfen. Ja, sicher. Es gibt nichts Schöneres. Bist du bereit für diesen Kampf? So. Gell, jetzt bist du reif. Jetzt bin ich gespannt, was Gell sagt. Hm? Wir lassen uns überraschen. Und wird ihm jetzt die Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt oder was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Möglich ist alles. Möglich? Dabei ist alles. Ne, wir gucken jetzt mal. Ich bin gespannt. Ungewöhnlich, aber möglich. Ne? Ja, ich sag ja, die Wahrheit liegt da draußen. Ja. Habe ich ihn immer wieder gesagt. So, ich rede mit dem, ha? Ja, bitte. Das Geld sprechen. Mal gespannt bin. Hey. Haben Sie Paula? Ja, aber sie kommt nicht her. Sie scheint mich zu hassen. Das hatten Sie irgendwie nicht erwähnt. Ich dachte, sie wäre drüber weg. So wie die Lage ist, dachte ich, sie hilft uns. Nachdem ich sie erwähnte, hat sie mich ignoriert. Was ist Projekt Deus? Projekt Deus ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie nur das Schlechte daran sieht. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Lieutenant Colonel Walker, Paula Madeira. Bitte, nennen Sie mich Cole. Paula ist Skelltechs brillanteste Ingenieurin. Ich doch. Ich kenne Ihre Arbeit, Ma'am. Ich würde sagen, brillant ist eine Untertreibung. Und ich kenne Ihren Lebenslauf. Wurde etwas frisiert. Ja. Ich schätze, die ist nicht für den Praxistest. Nein, die wird erst in ein paar Monaten fertig. Wow. Was ich fragen wollte, die Arbeit an der Deep Learning KI für die Drohnensteuerung, wie kommt die voran? Wie bitte? Sagten Sie Deep Learning KI? Wofür? Im Speziellen? Datenerhebung? Zielidentifizierung? Diese Optionen zogen wir noch nicht in Betracht. Sie wollen mir erzählen, dass die beste Informatikerin der Welt hier an der Entwicklung eines Supercomputers arbeitet und Sie diese Optionen nicht in Betracht ziehen? Er redet über Maddox. Er redet über Projekt Deus. Was für eine Forschung. Dieses Biest von einem Computer mit prädiktiver Analytik Terroristen findet und mit Drohnen eliminiert. Sie wollen einen intelligenten Computer erschaffen und das Erste, was Sie damit tun wollen, ist Menschen töten? Nein, Ma'am. Das Erste, was ich tun will, ist die freie Welt sicher zu machen. Ich bin mir sicher, dass Sie das verstehen. Und wer beschützt die freie Welt vor Projekt Deus? Wie konntest du nur? Ich will nichts damit zu tun haben. Bleib, bitte. Paula! Jace? Wenn sie wirklich brillant ist, kommt sie zurück. Hm. Sie und Walker waren Freunde, hm? Das waren alle. Nomad.
Wir brauchen Paulas Hilfe. Niemand kennt das System besser. Ich mag Sie, Superhirn. Doch Ihre Entscheidungen brachten Leid. Wie alle großen Entscheidungen. Ich weiß, wie wir Sie überzeugen. Reden Sie. Zwei Sachen. Finden Sie Beweise zu der Explosion im Labor. Wer steckt dahinter? Wahrscheinlich die Outcasts. Aber Sie müssen Paula Beweise zum eigentlichen Sprengkörper zeigen. Zweitens, besuchen Sie Paulas Ehemann. Sie hat keinen Mann erwähnt. Suchen Sie im Aurora Krankenhaus. Nomad. Das wird nicht einfach für Sie. Aber danach weiß sie, wem sie trauen kann. Also gut. Wir brauchen sie. Ja. Ja, was meint ihr? Also, ich glaube einfach, dass er ihr irgendwas vorgespielt hat. Der hatte andere Sachen vor, sag ich jetzt mal. Und der Walker war der Kopf der ganzen Geschichte, oder ist es? Der hat ihn nur ausgenutzt. Der wusste eigentlich gar nicht, was da los ist. Und was sagst du, Finch? Ich schätze mal, der hat die alle beide ausgenutzt, um nur an die Technologie für die Drohnen zu kommen. Du meinst jetzt den Walker? Ja, genau. Ja, der hat beide ausgenutzt, das ist klar. Nur das Dumme ist jetzt, ich frage mich die ganze Zeit, wer ist jetzt der absolut Dumme? Der Skell oder die Paula? Das werden wir rausfinden. So sieht's aus, beim nächsten Mal. Also Leute, macht's gut. Bleibt dran und bleibt gespannt. Schaut wieder zu. Bis dann. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.